Wenn ich noch ein bisschen fester aufdrücken würde, würde ich mich selbst microbladen, glaube ich. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal ein Flop-Produkte-Video für euch, denn leider haben sich aus den letzten DM-Hauls ein paar Produkte zu Flops entwickelt und davon möchte ich euch heute quasi warnen. Ich möchte euch sagen, warum mir die Produkte nicht gefallen. Hoffe aber, dass dieses Video euch gefällt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Wie das immer so ist, ist das natürlich jetzt auch komplett Geschmackssache. Es kann sein, dass ich euch jetzt Produkte zeige, die zu euren absoluten Favoriten gehören. Dann freue ich mich natürlich riesig für euch. Aber ich würde mich auch total freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren hinterlasst, welche Produkte für euch absolute Flops sind. Und gerne auch, warum das Flops sind. Ich freue mich nämlich immer total über eure Empfehlungen und Entfehlungen. Also eure Tops und Flops, das interessiert mich immer riesig. Und dank euch habe ich auch schon viele, viele Favoriten entdeckt und wurde auch schon vor vielen Flops gewarnt, also freue ich mich jetzt auch wieder auf eure Meinungen und bevor ich noch länger außenrum rede, sage ich euch gleich mal meine Meinung zum ersten Produkt. Das ist von Nivea. Von Nivea gehört die Haarmilch total zu meinen Favoriten. Ich liebe die Haarmilch und ich habe noch nie eine bessere Leave-In-Kur oder so eine Sprühkur getestet wie die von Nivea. Und ich hatte große Hoffnung in dieses Shampoo. Und zwar ist das das tiefenreinigende Micellen-Shampoo für die tägliche Tiefe und sanfte Reinigung mit Zitronenmelissenextrakt für normales bis fettiges Haar und leicht fettende Kopfhaut. Das ist frei von Silikonen, 400 ml sind enthalten und ich glaube, das gibt es in verschiedenen Sorten. Ich habe jetzt diese für normales bis fettiges Haar und leicht fettende Kopfhaut. Also ich habe ganz normales Haar, deswegen ja, habe ich das einfach mal mitgenommen. Ich fand das sehr interessant, auch das Design hat mich Verpackungsopfer wieder voll angesprochen. Ich werde es auch aufbrauchen, aber ich werde es mir definitiv nicht nachkaufen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass meine Haare ganz, ganz, ganz besonders sauber sind im Vergleich zu anderen Shampoos. Das war eigentlich kein großer Unterschied. Ich habe da jetzt keine besondere Wirkung gehabt und ich finde auch, dass meine Haare damit nicht so glänzen wie mit anderen, auch silikonfreien Shampoos. Und ja, deswegen würde ich es nicht nachkaufen. Ist für mich definitiv kein Favorit und zählt eher zu den Flops, weil ich eben keine großartige Tiefenreinigung feststellen konnte. Das nächste Produkt ist von Balea und darauf hatte ich mich so sehr gefreut, das zu testen. Und zwar ist es der Reinigungsstick. Den habe ich euch im DM-Haul gezeigt und auch in meiner DM-Preview, also zum neuen Sortiment. Falls ihr die Videos verpasst habt, werde ich sie euch nochmal am Ende verlinken. Das ist ein Reinigungsstick, der fest ist von der Konsistenz und ihr tragt den quasi auf euer Gesicht auf, schäumt das Ganze dann mit Wasser auf und dann soll euer Make-up entfernt werden. Und es schäumt schon mal gar nicht auf. Also das ist schon mal das Erste. Das ist ein Stick-to-Foam-Reinigungsstick. Also es soll zu Schaum werden. Und es wird es bei mir nicht. Keine Ahnung. Ich habe es auch auf meinem Handrücken ausprobiert, der natürlich nicht geschminkt ist. Hat auch nicht aufgeschäumt. Mein Make-up hat es damit eigentlich auch nur verschmiert und nicht wirklich gereinigt. Deswegen kann ich euch den nicht empfehlen. Und den werde ich auch, ja, wahrscheinlich auch nicht aufbrauchen. Ich versuche auch die Flops immer aufzubrauchen, aber keine Ahnung, wenn ich den aufbrauche, es bringt einfach gar nichts, weil mein Make-up damit nicht entfernt wird. Also das erfüllt überhaupt nicht seinen Zweck und kann ich euch nicht empfehlen. Ein Produkt, das habe ich euch schon in meinen Tops und Flops, glaube ich, so hieß das Video, letzten Monat gezeigt. Nein, in meiner DM-Haul-Review. Ich muss es euch nochmal zeigen, weil das so schrecklich ist. Ich muss es euch einfach nochmal zeigen. Und zwar ist das von Essence, das Glow to Go Illuminating Setting Spray. Ich liebe ja das normale Make-up-Setting-Spray von Essence. Das liebe ich so sehr. Das habe ich mir schon eine Million Mal nachgekauft. Aber das hier ist der größte Mist. Also, ich habe das zum ersten Mal ausprobiert, als wir auch noch einen Termin hatten. War sehr schlau von mir, das da auszuprobieren. Aber ich dachte mir, oh, nimmst du dieses Glowing-Setting-Spray? Das ist bestimmt voll schön. Ich habe das aufgesprüht. Ich sah aus wie eine Disco-Kugel, wie ein Alien. Das hat so krass blau geglitzert. Also keine Ahnung, so holographisch irgendwie ganz, ganz schlimm. Eine liebe Zuschauerin von mir hat mir den Tipp gegeben, das Ganze doch unter der Foundation zu verwenden. Funktioniert bei mir leider auch nicht, weil es dann die Foundation so ein bisschen verschiebt und ich kann die dann schlechter einarbeiten in die Haut, weil sich diese Alufolie quasi erstmal auf meine Haut legt. Das ist so schlimm, Leute. Ich kann euch das nicht empfehlen, obwohl die Verpackung mit dem Rose Gold so schön ist. Und ich dachte auch ehrlich gesagt, dass das so ein Rosé-Highlighter ist, der so ganz zart ist und ein schönes Finish gibt, weil ich ja das andere Essence Spray so liebe. Aber das hier, alle Daumen nach unten.
Dann kommen wir zu einem Produkt, das auch der Mega-Fail ist für mich, und zwar von Maybelline, der Brow Satin Augenbrauenstift. Und zwar ist das auf der einen Seite ein Augenbrauenstift und auf der anderen Seite ein Augenbrauenpuder. Das Puder ist jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht mein Mega-Favorit. Aber der Stift, der ist so hart. Wenn ich noch ein bisschen fester aufdrücken würde, würde ich mich selbst microbladen, glaube ich, weil das so extrem hart ist. Nein, das kann ich überhaupt nicht auftragen. Aber ich muss Maybelline so ein bisschen in Schutz nehmen, denn ich habe mir vor kurzem das Tattoo Brow Gel von Maybelline gekauft und das finde ich spektakulär. Aber dieser Stift kann definitiv meiner Meinung nach aus dem Sortiment, der ist ganz schlimm. Ich werde euch auch Swatches einblenden, wie hart er ist. Nein. Ganz neu gekauft habe ich mir von Trended Up diesen Contour & Glide Lip Liner in der Farbe 220. Die Farbe finde ich ganz, ganz schön, vor allem für den Frühling. Aber also er lässt sich auch sehr schön auftragen, weil er so butterweich ist. Und genau das ist das Problem. Dieser Lip Liner verschmiert bei mir komplett. Ich kann damit schon kaum meine Lippen umranden. Ich habe den bisher verwendet, um die Lippen zu umranden und auch um sie auszumalen, weil ich die Lip Liner immer auch für die kompletten Lippen verwende. Aber damit konnte ich schon gar keine Kontur ziehen. Und meistens gebe ich dann noch einen matten Lippenstift oben drüber oder ein Gloss. Und in dem Fall habe ich einen Gloss drüber gegeben und dann ist alles komplett verschmiert. Also den kann ich euch von der Farbe her sehr empfehlen, aber ich würde mir wünschen, dass die Konsistenz so ein bisschen fester ist, damit er seinen Zweck als Lip Liner auch erfüllen kann. Und deswegen kann ich ihn euch überhaupt nicht empfehlen und deshalb ist er in meinem Flop-Video. Wie eingangs schon gesagt, würde mich so, so interessieren, was eure Flops sind. Bitte schreibt mir eure absoluten Kaufempfehlungen, eure absoluten Flops in die Kommentare. Beschützt mich vor Fehlkäufen und sagt mir auch, warum euch die Produkte nicht gefallen. Ich bin super gespannt auf eure Meinung. Mein nächstes Video kommt am Dienstag und ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart und hoffentlich sehen wir uns Dienstag wieder. Bis dann. Ciao.